Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht wieder weiter mit dem Porsche Cayman hier. Großbaustelle. Der ist jetzt wieder bei uns. Wir müssen jetzt hergehen und im Prinzip mehrere Sachen ausbessern. Ne? Wie Lenkgetriebe tauschen. Was muss noch getauscht werden, Nico? Vieles. Vieles. Berliner Großbaustelle. Guck mal hier rein. Ah ne, der ist schon fertig, ne? Der wurde jetzt fertiggestellt. Der Flughafen. Nee. Ja. Guck mal hier rein. Wo? Ja. Alter, geh doch mal zurück ein bisschen. So, warte. Schlag schon rein. Deswegen sind die Videos in Zukunft in dem neuen Raum besser. Wenn wir was machen. Asch Ruhe. Wir waren letztens beim Achim, wo das Auto dort war, mit Damiano. Damiano ist heute auch dabei hier. Willkommen. Ich komme ja schon. Damiano. Willkommen. Und sein Kumpel, der Arash. Arash. Komm her, Arash. Diesmal mit Hose. Das Arash ist der Freund von dir, ein Bekannter. Ja. Aufschrauber. Du hast diese Herren wieder angeheuert. Ja. Es ist wirklich viel Baustelle noch an dem Auto. Ja. Wir wollen jetzt auch nicht alles zeigen. Das hast du damals mit deinem Freund gemacht. Es ist ja nicht schlecht. Bloß was Damiano immer bemängelt, wenn da an so einer Strecke vier Kabelbinder sind, sag ich dann, nein, da gehört ein fünfter dazu. Ja, ich habe den Damiano ja auch deswegen geholt. Ich habe ihn ja auch gefragt, also die Anfrage war, kannst du das Luftfahrwerk so machen, dass ich nicht darin sterbe? Stimmt, das war es wirklich, ja. Und es war eigentlich nur, kannst du mir das Luftfahrwerk machen? Ja. Ja, jetzt ist Lenkgetriebe. Jetzt Lenkgetriebe und der Rest sagen wir jetzt mal noch nicht. Wo? Haube jetzt? Haube mit seinem. Warte kurz. Ja, wir haben ja. Wir haben das ja müssen wir eh gleich zeigen. Wir haben ja darüber diskutiert. Und zwar bei Achim. Vielleicht kann der Alex mal irgendwann zwischendrin mal das reinschneiden, was passend ist. Also es war ein bisschen chaotisch. War ein bisschen chaotisch dort, ja, weil wir alle ums Auto rumgerannt sind. Jeder hat was geguckt. Also wir haben quasi live das Auto begutachtet. Und nicht vorher geguckt. Richtig. Das ist immer noch eine große Baustelle. Ja, ich weiß. Er sieht jetzt schon ein bisschen ansehnlicher aus. Ja, aber ist immer noch. Aber mit den Rädern und so wäre es jetzt wieder ganz anders, ne? Ja. Tankstutzen habe ich bekommen. Also das oben ist jetzt erstmal nur provisorisch. Da haben wir einen gefunden, der abschließbar ist. Da kommt später ein Frästeil. Das Teil ist vom RSR und das kommt quasi so da drauf, kommt von hier, geht da runter und die Haube kommt dann quasi von oben zu. Ja Moment, ich dachte die wird mittig. Nee, ich wollte es nicht mittig, ich hab doch gesagt asymmetrisch. Du kommst aus dem Tanken, ist ja sonst voll blöd. Weil du bis an die Mitte hin lang müsstest? Ja. Meinst du? Da ist kein Platz und hier kommt der Tank. Also ich hätte es mittig besser gefunden. Irgendwie mittig. Ich finde es cool, wenn es asymmetrisch ist. Ich find's. Was meinst du? Ja, was? Und zwar, der Tankstutzen kommt ja von hier. Ja. Und Mutlo findet es besser, wenn es mittig käme. Mitte. Findet ihr echt? Ist es einfach Porsche. Ja, okay, das ist Porsche. Ja, das stimmt. Wenn du das so machen willst, wie du es willst, klar, machst du außer Mitte. Wir hätten halt gesagt, Mitte. Hier. Er will halt immer alles anders wie andere. Ja. Nein, das stimmt gar nicht. Das geht ja darum, weil hier ja zu ist, ne? Ach, der Tankstutzen war ja hier, gell? Ja, stimmt. Richtig, ja. Der war da unten irgendwie, irgendwo drin. Ah, je. Guck mal, du bist genau hier. Ja, geil, dann kann ich den Kofferraum ja auch nicht benutzen. Willst du damit Kinder machen und nein, Urlaub fahren? Nein, aber oder? So ein bisschen Platz wäre schon cool. Ja, aber du hast doch, ich würde es hier raus. Wir haben ja hier keinen Tankstutzen mehr. Das heißt, er will im Prinzip hier. So ungefähr, ne? Ja. Wo wolltest du es? Ja, ungefähr da. Damit man besser drankommt. Er hat es ja auch letztens, gestern. Das Fahrzeug war im Showroom. Ja. Dann war das Auto ganz normal auf dem Boden. Und dann hat er so simuliert, ob er da hinkommt und aufdreht. Weißt du, so als wäre ein Tankdeckel jetzt da. Form follows function. Auch sogar die Zapfsäule hat er auch reingehalten. Echt? Mutlu, Form follows function. Ja. Genau. Und ich habe ja gesagt, eigentlich hier. Da und noch unten. Besser wäre unten. Haben wir ja auch bei Arno diskutiert, dass man es eigentlich hier reinmacht. Aber ohne. 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 Also jetzt stellt euch mal das Frästeil jetzt mal nicht so vor oder schwarz oder ich hätte gesagt, hier ausschneiden und dann hier so eine Scharniere im Prinzip so aufklappst und hier tankst. Schön tanken, du. Das ist halt schwierig. Weil da die ganze Mechanik ist. Weil du direkt hier unter dem Wappen das Blech hier hast, ne?
Und wenn da ausgeschnitten ist, habe ich immer so, das sieht ein bisschen so aus wie so The Red Nose Reindeer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Rudolf, das rote Rentier. Ja? Ja, mit der roten Nase, wenn da genau vorne ausgeschnitten ist. Das ist doch nicht ausgeschnitten. Ja, du genau. Hast du gerade gesagt, ja, Alex, blend ein. Hier ausschneiden. Das ausschneiden, die Kanten umlegen, weil ja, du musst das sowieso so. Ja. Du hast ja aber immer trotzdem Spalt. Ja gut, aber ja, und du hast du doch überall. Ich mag das Rennsport, mir gefällt das andere. Bitte sag mir mal dazu. Singer Porsche hat es, die kompletten Rennsport Porsche, jeder, also die ganze Rennsportabteilung. Zum einen mal ist das Auto kein Rennwagen. Ja, nein, aber zum zweiten Mal kannst du nicht Auto fahren. Ich muss verbessern, nicht Auto fahren, sondern kein Rennen fahren. Mutlu, so. Mir gefällt das andere. Punkt. Aus Ende, wir brauchen nicht mehr weiter diskutieren. Mir gefällt. Komm, wir gehen. Was sagst du? Hauptsache, wir dürfen reinschneiden, egal wo. Egal wo, nein, das nicht. Der Arash ist ein bisschen geil auf Schneiden, glaube ich. Ne? Der ist, aber lass, wenn der schneidet, ist dann Moralschaden sein Vater. Super geile Idee, war ich deiner Meinung, habe ich auch gesagt. Ich hätte das so wie bei dem G-Modell, wo ich dir doch mal erzählt habe. G-Modell hat doch das Ersatzrad. Ja, ja, ja. Und dann unten, wenn du einen Rückwärtsgang einlegst, kommt dann eine Klappe, dann kommt die Kamera raus. Finde ich ultra geil. Habe ich erst vor kurzem gesehen. Super geil. Das Dumme ist halt nur, wie wir gerade selber gesagt haben, halt unten haben wir halt das Blech. Wenn wir das jetzt wegschneiden, TÜV-mäßig auch wieder Riesendrama. TÜV auch? Denke ich schon, weil du ja was von dem Material, also hier unten von der Verstärkung was wegnimmst. Wir brauchen bei dem Auto nichts mehr über Verstärkung reden. Okay, da ihm es aber ja sowieso nicht gefällt, war dann meine Meinung, mach es bitte hier in die Mitte. Warum? Das ist dann ist es, wenn es Symmetrie ist. Richtig. Ja, aber ihm gefällt es immer noch nicht. Ja, Moment, nein, also da lass schon mit mir reden. Weißt nein, du? Hast du gesagt nein? Auch nein. Nein. Also auch nein gesagt? Ja, ich habe eigentlich nein gesagt, aber ich lasse da mit mir noch reden. Dann, wenn du es hier machst, von mir aus, ich bin jetzt kein Fan auch vom Cleanen, aber dann musst du den Porsche Emblem wegmachen. Das kannst du nicht machen. Weil sonst sieht es nicht schön aus. Deswegen lass dran. Ich hab ein schwarzes Porsche Emblem, also quasi dann Ton in Ton. Trotzdem ist unsymmetrisch. Egal wie, das muss dir gefallen. Ja. Ist hier einfach hingemacht. Gibt zu kaufen bei chinesischen Seiten. Wisch oder was? Ich sag nichts. AliExpress. Oder war es bei dir? Das erste war schon nach dran. Irgendwas? Oh, sorry. Das darfst du nicht sagen, sobald du sowas sagst, direkt getimeoutet. Das ist Thema 1. Die Leitungen musst du im Prinzip besser wir machen verlegen die Leitungen oder neu. Machen wir komplett neu rein. Die Sensoren müssen wir neu machen. Problematik, Lenkeinschlag. Ja, beim Lenkeinschlag. Okay, hier würde es sogar noch gehen, aber auch nur, weil er unten ist, ne? Wenn er jetzt oben ist, hast du hier das Problem, dass du hier reinkommst, ne? Hat der Lacke hier an und hier oben die Leitungen, die müssen wir versetzen. Die muss umgelegt werden, Die müssen wir versetzen. War es andere Seite schlimmer? Nee, ich glaube die. Aber das wollte eigentlich Achim machen, aber er kam noch nicht dazu. Okay. Achim will das Auto lackieren. Wann? Februar. Ja. Also bis Februar müssen wir den fit haben. Genau, deswegen habe ich mir einen Arash dazu geholt, weil ich zeitlich begrenzt bin und hilft mir da das Mechanische zu machen. Gut. Ist es drüben nicht schlimmer gewesen? Ich dachte eigentlich drüben. Wir können auch noch mal gucken, aber ich glaube, das war die Seite. Ist halt hier oben am Scheinwerfer, ne? Scheinwerfer kommt nicht dran, hatten wir ausprobiert. Am Scheinwerferhalter schon hier? Ja, am Halter, ja, aber nicht am Scheinwerfer. Gut, der ist jetzt nicht fest. Muss man alles festmachen. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal dein Lenkgetriebe jetzt mal einbauen. Lenkgetriebe muss auf jeden Fall ein neues, weil der liegt da auch schon. Ja, das ist tot. Und dann tun wir das Ding erstmal vermessen. Ja, das Auto ganz wichtig. Weil der steht ja so. Der steht in alle Richtungen, genau. Und dann fangen wir an, schauen, wie das schön alles passt. Weil die Vorarbeit ist ja echt super gemacht. Top Arbeit, die Kurzwinkel, also richtig chefig. Respekt. Richtig chefig. Hast du gehört, Andi? Chef. Also, ja, das ist wirklich... Aber jetzt, als er da drin war, was ich gerade vorhin eigentlich erzählen wollte, der Nico macht sich da echt, das hat fast geheult gestern. Echt? Wieso? Also geheult meine ich jetzt, er war traurig, weil einfach so viel noch fehlt am Auto oder so viel halb gemacht ist. Mhm. Zum Beispiel Innenausstellung ist ja komplett zerlegt. Er muss jetzt alles nochmal aufbauen. Da macht er sich einen Kopf, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich ist es einfachste, wenn du schon alle Teile hast, das nur noch anbauen muss, ein paar Kleinigkeiten jetzt hier ausbessern muss. Es ist ja eine relativ einfache Geschichte,
wie wenn ich jetzt wie beim E30 alle Teile das mal besorgen muss. Ist schon. Das kriegst also, du schon hin. Überleg mal, ich habe beim E30 die ganzen Blechteile besorgen müssen, die es neu auch nicht mehr gab. Ja. Ich musste alle Innenausstattung besorgen, den Motor besorgen, jeden Scheiß außenrum alles neu besorgen. Irgendwoher. Ja gut, das bei dir liegt alles da. Und das Finanzielle spielt halt noch eine kleine Rolle. Also wenn jetzt halt noch irgendwelche Teile dauernd dazukommen, langsam geht halt nichts mehr. Ach, ja. Die kann man irgendwo verkaufen, denke ich. Wen? Ihn. Ja. Das will doch keiner. Doch, bestimmt so eine alte oder so eine ältere Dame. Macht die Annonce, wie ich es schon gesagt habe. So eine Sugar-Mama. Suche alte, nette Dame für gewisse Stunden. Stimmt, das habe ich dir sogar geschrieben. Ja, finde ich voll toll. Ich mache Visitenkarten, wenn du willst. Gut. Arash, hast du studiert? Hast du studiert? Ich bin der einzige Studierte hier. Was sagst du dazu? Ich war auf der Hauptschule. Und trotzdem mache ich meinen Meister. Thema Stoßstange haben wir diskutiert. Auch beim Achim, oder? Da wollte ich mich nochmal bedanken beim Olli, der mir die Stoßstange geschweißt hat. Haben wir uns auch im Video bedankt, glaube ich, oder? Ja, weiß halt nicht, was er reinschneidet. Okay. Also das ganze System hängt jetzt hier so drin, gut, ist Baustelle jetzt, ne? Ist die Baustelle, ist so, das machen wir alles raus. Und das muss alles... Machen wir schön sauber, alles auch die ganze Elektrik neu, wie wir letztes Mal schon gesprochen haben. Safe. Dass es da ja nicht gebrannt hat, ist schon Wunder. Machen wir auch die ganzen... Was, wenn du dir so mal die Kabel anguckst, ich weiß ja, entweder schon was angeschmort. Machen wir alles weg. Hier ist einfach alles blank, was das ist nicht wirklich toll. Ich hab ja auch zwecks meinem Golf gesprochen mit TÜV-Prüfer. Da war ja da einer, ein Bekannter, und der hatte halt auch gesagt, dass zum Beispiel im Kofferraumausbau alles eine Abdeckung haben muss. Theoretisch, wenn ein Kind, Beispiel, im Auto rumkrabbeln würde, dass er nirgends hinkommt, wo er einen Schlag abkriegen würde. Okay. Das ist schon voll der Witz, jetzt mal ohne Scheiß. Wurde mir jetzt gesagt, dass das praktisch Abdeckungen auf die Batterie und dass keine blanke Kabel so rumliegen dürfen. Oder immer eine Abdeckung oder isoliert oder was auch immer. Also gerade wenn du so einen Umbau machst, musst du sowas wissen, alles... Also ganz ehrlich, dann soll ich wegen sowas angehalten werden? Dann nein, nicht wegen dem Anhalten, es geht um TÜV jetzt. Wenn ich jetzt beim Golf jetzt die Eintragung machen möchte, so wie es alles jetzt ist, und die nehmen das Auto so ab, dann muss... Ja, das ist noch drüber. Richtig. Macht mal eine Stockkante. Ja, hab ich auch gesagt. Ah, wusste ich jetzt nicht. Von hinten haben wir auch darüber gesprochen, dass mir das jetzt gar nicht gefällt. Das hier ist zwar die richtige Linie, aber dass das hier nochmal so rauskommt, ich hätte lieber so gehabt, dass die Fläche weiter draußen ist. Dass das Rad auch mehr richtig gut, abgedeckt ist. Wäre auch mehr Aufwand gewesen. Ja, das ist ja die Originalstoßstange. Ja, und quasi mit einer zweiten Originalstoßstange verschweißt. Ja, aber das Ganze hätte ich, also so mit der Form hätte ich gelassen, aber das noch weiter rausgezogen. Dann hätte es zu den Backen mehr gepasst in meinen Augen. Weil, guck mal, wenn du jetzt mit der Leuchte so drauf schaust, finde ich, dass der Arsch so zusammenzieht hinten. So, Anaboliker Opfer? Unten schmal, oben breit? Ja, kommt drauf an, wie er da steht. Ja. Also ich finde das Ganze so zu spitz hinten. Das hier muss weiter raus, theoretisch. Das können wir ja alles noch früher oder später machen, wenn wir die passende Stoßstange mal irgendwo herkriegen, finden. Vielleicht kann man da, na gut, du hast halt das Blöde, halt die Kontur. Ich hätte jetzt gesagt, okay, theoretisch könntest du ab hier was wegmachen vom 997 oder sowas hinmachen. Den Recaro, Hocker hast du auch schon da drin? Einen. Ja, den zweiten habe ich schon da. Einen habe ich schon gekauft. Also ich denke, dass der Nico gestern Abend auch fast zu überreden war. Bei was? Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, wenn dich das alles jetzt ankotzt, nehme ich dir das Ding ab. Ja, ich wäre fast dabei. Bloß über den Preis, weil da hat er gedacht, oh, jetzt kannst du jetzt Kohle. Da hat er gleich nochmal 15.000 draufgelegt. Mach keinen Deal draus. Ah, okay. Nein, aber ich sehe es jetzt nicht so schlimm wie er. Nein. Deswegen habe ich gesagt, gib her. Und dadurch warst du auf einmal motiviert. Ne? Und dann war er auf einmal so viel wert. Du siehst halt diese Baustelle, mach doch das Auto. Entleer mal das Auto, mach's mal sauber, nimm deine ganzen Teile, mach die mal alle mal sauber, sortiert es einfach mal und dann geht es wieder ganz anders. Das Auto ist doch super gemacht. Da hat er an der Heckscheibe. Ja, sowas halt belastend. Vielleicht meinst du diese, das, was du mir erzählt hast? Vom Schweißen oder von was ist das? Von was ist das? Vom Schweißen. Von den Schweißperlen. Hat es da ein bisschen eingebrannt, hier überall? Ja, da war da keine Decke drauf oder so. Aber da macht er sich jetzt auch einen Kopf drauf. Habe ich echt doch mal scheißegal. Noch kannst du gucken. Aber versteh schon, der hält sich an sowas auf. Garantiert hat er eine Heckscheibe gesucht gestern. Bestimmt. Nein, habe ich nicht. Schon gekauft. Wahrscheinlich.
Hat er auch so ABS-Platte gekauft für den Diffuser wieder. Was hat die Platte gekostet? Die. Die Platte, die in einem großen Karton? 160 Euro. Wie viel? 160. Lüg nicht. Doch, 160. Lüg nicht. Soll ich es nach? Versand nochmal irgendwas. Von Google mal. Du hast gesagt 400. Nein, 400 nicht. Doch. Ich hätte noch eine gebraucht und das wäre dann bei 400. Okay, sowas. Wir lassen ihn jetzt runter und dann fährst du ihn mal raus. Mhm. Okay? Okay. Arash, was ist denn das für ein Ding? Ein Eidechser. Jetzt lass mal das Ding mal hoch. Und jetzt vorne runter wieder. So, machst du dein AMK? Bitte schön. Nico, sag mal ganz ehrlich, wie fühlst du dich gerade so in der Lage, in der Situation mit dem Auto, mit diesen ganzen noch Probleme? Ich würde es am liebsten bei uns, da fließt so ein Fluss, der Rhein. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Bei dir daheim? Kann ich vorher die Felgen abschrauben? Nee, die will ich mit versenken. Hat keiner Feuerzeug oder so, warte. Dann brennt. Weißt du, was das Geile ist an der ganzen Geschichte? Ja. Umso mehr Probleme du an einem Auto hast und die dann bewältigst, und es dann fertig ist, umso mehr macht er dann Spaß. Das stimmt, ja.